willkommen auf meinem Kanal zu diesem neuen Video. Es ist wieder soweit, wir fahren weg. Wir fahren 2 Wochen nach Kopenhagen und zwar genau morgen. Also ich starte jetzt den Vlog quasi am Abend vor der Abreise. Genau, die erste Woche fahren wir zu dritt weg, also Max, Leo und ich fahren. Und in der zweiten Woche haben wir uns dann alle zusammen ein Haus gemietet. Also da kommen noch Max Eltern und Ash mit und mein Papa und meine Schwester kommen auch noch nach. Und ich freue mich schon so, so sehr. Ich bin gerade dabei zu packen. Ich zeige euch mal, wie es hier aussieht. Überall liegen Sachen verteilt. Hier habe ich schon die Hälfte des ersten Koffers gepackt. Da kommt gleich Max zweite Hälfte rein, aber ich habe auch schon mal den zweiten Koffer geholt und da fülle ich dann auch gleich noch meine Hälfte. Ich hoffe, man sieht mich jetzt und ich hoffe, das Licht ist gut. Auf jeden Fall brauchen wir einiges an Sachen, weil wir halt dann eben 2 Wochen komplett weg sind. Es werden auf jeden Fall sehr, sehr viele Videos kommen. Ich bin sehr gespannt. Das hier ist dann der erste Vlog. Das Coole ist, dass wir auch zwischendurch, ja okay, der Zeitraum ist vielleicht nicht ganz so passend, weil das so mitten in unserem Urlaub dann ist, aber wir haben zwischendurch noch einen Dreh in Köln und zwar in der zweiten Woche fahren wir dann einmal kurz zu meiner Mama nach Wuppertal, übernachten da und am nächsten Tag nach Köln und dann wieder zurück nach Dänemark. Ich bin auch schon richtig aufgeregt, weil das dann mein erster richtiger Dreh ist für eine andere Firma. Ja, ich bin so, so gespannt, wie das Ganze wird. Ich packe auf jeden Fall jetzt erstmal zu Ende und räume das Chaos hier auf. Ich muss nämlich jetzt auch noch ein paar Outfits dann für Köln raussuchen, also für den Dreh dann. Genau, Badeanzüge und Bikinis kommen auch mit, weil wir in dem Ferienhaus einen Pool haben werden. Aber dazu kommt dann nochmal später eine Roomtour. Etwas später. Ich habe meine LEDs angemacht. Ich finde das einfach so schön. Jetzt sieht das Ganze irgendwie lila aus. Ich mache mal das Licht an. Ja, der Raum ist wieder so gut wie aufgeräumt. Hier sind dann vielleicht so ein paar Outfits, die ich vielleicht zum Dreh mitnehme. Das hier kommt gleich noch mit runter und das kommt noch mit runter. Ansonsten ist es hier wieder sauber. Von einem Chaos ins nächste. Wir haben den nächsten Tag, sind gerade noch dabei, uns fertig zu machen, zu packen, alles aufzuräumen. Wir haben da schon ein bisschen gepackt und hier sieht es immer noch so aus. Das müssen wir jetzt erstmal zu Ende packen. Wir haben alle Sachen ins Auto gepackt. Es ist hier überall richtig schön ordentlich. Unser Kühlschrank ist leer, wir haben noch nicht gefrühstückt und 11 Uhr, deswegen fahren wir jetzt als allererstes zum Bäcker und danach direkt weiter nach Kopenhagen. Sagen, let's go! Wir sind gerade kurz tanken und wir sollen so gegen 4 Uhr nachher in Kopenhagen sein. Mal gucken. Okay, wir sind angekommen, wir haben jetzt hier in irgendeinem Parkhaus geparkt, aber bis jetzt sah es schon ganz schön aus hier, aber es ist auch sauvoll. Wir sind im Hotelzimmer angekommen, wir waren nochmal gerade eben kurz mit Leo eine Runde, damit er einmal Pipi machen kann und ich zeige euch jetzt mal unser Hotelzimmer. Also hier ist ein Spiegel und hier ist der Eingang, hier steht dann noch so ein kleiner Schrank. Leo wälzt sich da gerade schon im Teppich und ja, hier ist unser Bett, hier ist noch ein Schreibtisch. Unsere Aussicht ist auch wunderschön. Fun Fact, hier auf der Website stand, die haben hier Parkplätze. Das hier sind die Parkplätze, die 4. Auf jeden Fall ist dann hier noch ein Badezimmer. So sieht das Ganze aus. Und ja, das war es auch schon. Das Licht hier ist aber echt gut, muss ich sagen. Ein kleines, feines Hotelzimmer. Die war übrigens mega erstaunt, dass wir hier 7 Nächte bleiben. Ist wohl nicht so üblich. Üblich sind irgendwie so 2, 3 Nächte. Ja, aber die sind auch total hundelieb. Die meinten, falls wir mal irgendwie in Ruhe frühstücken wollen, können wir Leo unten abgeben. Und die passen auf. Die haben extra so einen Raum für Hunde. Oh mein Gott, sieht das lecker aus. Ist schon so spät. Wir haben so lange gesucht nach was zu essen. Und das hier ist es geworden. Ob wir das alles schaffen? Ich weiß es nicht. Das schaffen wir safe nicht. Wir gehen hier jetzt noch ein bisschen rum und erkundigen uns. Leo muss sowieso noch mal groß machen. Und yes. Ich liebe es auf jeden Fall jetzt schon. Nach dem Essen waren wir ja noch ein bisschen spazieren und danach sind wir wieder zurück ins Hotelzimmer gegangen, haben ein bisschen unsere Videos bearbeitet und jetzt ist es schon auch 22 Uhr und wir sind so platt. Deswegen machen wir uns jetzt langsam noch fertig und gehen dann schlafen und dann freue ich mich auf morgen. Morgen fangen wir dann an, hier ein bisschen rumzuschlendern, zu gucken, wie es hier aussieht. Wir haben den nächsten Tag, wir haben uns auch soweit jetzt fertig gemacht, haben noch kurz unsere Videos bearbeitet zu Ende, weil wir es gestern Abend nicht ganz geschafft hatten. Wir ziehen uns jetzt an und gehen dann irgendwo was zum Frühstücken suchen. Mal gucken, wo wir landen, ich habe keine Ahnung. Und später wollen wir dann noch ein bisschen wohin gehen und dann nehme ich euch natürlich wieder mit. Jetzt geht es erstmal frühstücken. Wir sind auf dem Weg zum Frühstück. Einfach Prada, Louis Vuitton. Wo sind wir gelandet? Aber wir gehen jetzt weiter. Mal gucken, ob wir heute noch was finden. Frühstück gefunden. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Wir haben gefrühstückt. Das war ein teures Frühstück. Allgemein ist Kopenhagen sehr teuer, würde ich sagen. Aber ja, jetzt gehen wir noch ein bisschen rum, gucken, was es hier noch so gibt und machen vielleicht 1, 2 Bilder. Ihre Bestellung. Wir haben uns Softeis geholt mit Backkakao drauf. Ich sage es euch, das ist das beste Eis. Probiert es unbedingt mal aus. Wenn ihr in Dänemark seid, ich glaube, irgendwo anders habe ich das noch nie gesehen. Aber sehr, sehr lecker. Wir essen unser Eis und guckt mal, der schläft einfach jede Minute ein. Der ist müde. Wir sind gerade kurz im Hotelzimmer. Leo hat einmal kurz was gegessen. Wir wollten jetzt einmal kurz meine Kamera holen, die Tüte wegbringen, weil wir ja bei Rituals waren. Und genau, jetzt geht es nochmal weiter. Wir wollten noch ein Bild machen und dann was zum Mittagessen gehen. Das Licht hier in dem Hotelzimmer ist nicht so geil, aber wir waren jetzt kurz draußen, haben ein paar Bilder gemacht. Ich blende die euch mal ein.
falls was dabei rausgekommen ist. Und ja, ich habe jetzt nochmal eine dickere Jacke angezogen, weil es langsam echt frisch wird. Und jetzt gehen wir mal gucken, wo wir als nächstes essen. Wahrscheinlich irgendwas Richtung Pizzapasta. Ich muss sagen, Leo hat gar keinen Bock mit rauszugehen, ne? Denkst du nur, was macht ihr mit mir? Gute Nacht. Wir haben gegessen und sind hier nochmal in dieser Straße und sieht jetzt nochmal viel schöner aus mit den ganzen Lichtern. Jetzt gehen wir langsam zurück, wollen nochmal kurz in einen Supermarkt. Wir sind im Aldi, gucken, was wir zum Snacken brauchen. Wir haben uns gerade Leo mit reingeschmuggelt. Ich glaube, eigentlich dürfen, also allgemein dürfen wir Hunde, glaube ich, nicht in Lebensmittelgeschäften, aber wir konnten ihn ja nicht alleine draußen lassen. Ihn sieht niemand. Ja, genau. Niemand sieht ihn, also ist er nicht da. Wäre ein bisschen doof gewesen, hätte er es selber kaum. Wir sind wieder auf dem Weg zum Hotel. Ich habe gerade einmal Navi angemacht und ratet mal, wen ich die ganze Zeit in die falsche Richtung navigiert habe. Max hat es jetzt übernommen, jetzt müssen wir wieder zurückgehen. Wir sind im Hotelzimmer. Wir sind jetzt schon etwas länger hier. Wir waren einfach so fertig. Ich habe auch geguckt, wir sind über 20.000 Schritte gegangen. Ich weiß nicht, warum wir das letzte Mal so viel gegangen sind. Auf jeden Fall waren wir da noch kurz bei Aldi und haben diese Nudelchips geholt. Wir haben gleich 9:30. Wir gehen jetzt nochmal eine Runde mit Leo raus und gucken uns nochmal ein bisschen hier um. Und ja, dann geht es auch schon ins Bett. Ich höre, dass der raus will. Der würde nie wieder rausgehen. Ich wollte euch noch kurz zeigen, wir waren vorhin bei Rituals und haben uns da ein paar Sachen geholt. Als allererstes das hier. Das hier ist ein Body Mousse to Oil. Also erstmal ist es Mousse und dann Öl. Und es riecht so gut. Weil ich die Reihe so gerne mag, habe ich mir davon auch noch einen Duschschaum geholt und eine Handcreme geholt und noch so ein Auto. Wir haben den nächsten Tag, wir sind gerade dabei, uns fertig zu machen, ich habe mich nochmal umgezogen und Max ist kurz einmal los und zwar, ich hatte euch ja erzählt, hier gibt es original 4 Parkplätze und jetzt sind welche frei geworden. Die meinte auch schon wahrscheinlich, dass am Sonntag ein paar Parkplätze frei werden, weil viele halt abreisen und jetzt haben wir einen davon bekommen und Max parkt jetzt einmal das Auto um. Wir sind angekommen in diesem Park, es war ein recht langer Weg und so sieht das Ganze aus. Ich habe es ein bisschen spektakulärer vorgestellt, aber wir werden hier trotzdem ein cooles Bild machen. Wir probieren zum Mittag mal heute was anderes aus. Und zwar haben wir hier, ja, ich weiß nicht genau, was das ist, aber das haben wir uns geholt. Mal gucken, ob es schmeckt. Ich würde sagen, guten Appetit. Mitten in der Stadt hier. Mittagessen war sogar ganz lecker. Könnten wir sogar nochmal machen die Woche. Wir haben uns noch Krebs und Max hat sich eine Waffel geholt. Und jetzt gehen wir noch zu einem Souvenirladen. Wir sind jetzt noch in einem Souvenirladen. Mal gucken, ob ich hier irgendwas mitnehme. Ich zeige es euch gleich dann. Guck mal, die Bären hier, die kosten einfach irgendwie alle unterschiedlich. Der kostet 9 Euro, der 3, der hier 5. Wir nehmen hier noch so einen Schlüsselanhänger mit. Die mal, das kann man so drehen. Wie heißt das? Zauberwürfel. Zauberwürfel. Nein, weiß ich nicht. Heißen so? Keine Ahnung. Und diesen kleinen süßen Bär. Wir haben gerade den Bahnhof entdeckt. Und wir sind wieder im Hotel, machen eine kurze Pause. Unsere Füße tun einfach so weh. Gestern sind wir ja um die 22.000 Schritte gegangen. Heute auch schon wieder fast 20.000. Ja, wir sind auf jeden Fall sehr viel unterwegs, macht noch sehr viel Spaß. Aber jetzt machen wir kurz eine kleine Pause und später gehen wir dann nochmal was essen und noch ein bisschen weiter durch die Stadt. Wir waren vorhin übrigens noch in ein, zwei Geschäften. Ich hatte mir noch einen Schal geholt, weil es einfach so kalt war. Mein Mantel ist ja hier so offen und dann hatte ich mir einen Schal geholt. Max hat geschlafen. Du siehst so verschlafen aus. Aber aufstehen! Wir müssen jetzt eigentlich schon los. Wir gehen Sushi essen. Okay, das ist jetzt etwas unangenehm, aber irgendwie kann man das auch nicht ordentlich halten, oder? Wir sind eigentlich wirklich echt ordentliche Menschen. Es ist nicht viel. Wir haben hier ein bisschen Kleinkram, den man gleich sowieso mitnimmt. Da haben wir hier Leos Fuß. Wir sind spät dran und du erklärst uns noch hier, was auf dem Tisch liegt. Wir müssen los. Hier haben wir einen Tisch reserviert. Das sieht irgendwie so geschlossen aus. Da hinten noch alles so richtig offen und froh und... Ja, mal gucken, ob die zu haben. Eigentlich haben wir einen Tisch reserviert. Max ist gerade da hinten reingegangen, wollte nachfragen, ob wir draußen essen können. Er ist nicht mal bei dem Restaurant reingegangen, wo wir reserviert haben. Das ist irgendwo da hinten. Wir sind angekommen. Hier ist es. Kann man draußen essen? Nein. Wir haben uns auf Sushi gefreut. Das war aber auch schön. War sehr lecker. Wir haben uns übrigens für Italienisch entschieden. Ich habe einfach nur Bruschetta. Ich dachte irgendwie, da kommt ein bisschen mehr. 5 Euro für eine Brotscheibe. Aber gut, Max hat hier Pizza. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Auf jeden Fall, ich habe mich jetzt fertig gemacht. Wir liegen jetzt im Zimmer wieder, gehen gleich schlafen. Ich würde das Video an dieser Stelle beson. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Es wird auf jeden Fall noch ein zweiter Teil kommen. Plus, wir fahren nächste Woche ja noch weiter. Also wir bleiben nicht in Kopenhagen, aber hier in der Nähe. Und zwar in einem Ferienhaus. Da nehme ich euch auch noch mit. Also verpasst auch nicht die nächsten Videos. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.